vorstellen. 30 Jahre spät, Frühnacht in der Gummifabrik. 30 Jahre hab ich was anderes gesucht und bin doch irgendwie hängen geblieben. 30 Jahre hab ich die Bude verflucht, diese Gummifabrik. Und diesen Gestank und diese Schmier, Ruß und Öl, verdammter Teufelsdreck. Da schrubbst du mit Silo stundenlang deine Haut und kriegst das Zeug doch nicht ganz weg. Nach der Nachtschicht ist der Anker zu, oder trinkst du dein Bier in der Metro, damit du überhaupt einschlafen kannst am Tresen der ewig besoffene Opa. 30 Jahre bin ich dahin gemacht. 30 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. 30 Jahre Kneipe, jeden Tag nach der Gummifabrik. Und das Damif im Umkleideloch mit den verbeulten Spinnen aus Blech, nach Männerklo und Schweiß und wonach auch's noch, na, nach Gummifabrik. Na klar, es gab auch geile Sachen. Die Presseweiber nachts im Mal gut gefüllt und da geht die Post ab, das musste mal machen in der Gummifabrik. Die Hand, wie ich die verlor, ein Moment nicht aufgepasst an der Walze. Sowas kommt immer wieder vor in der Gummifabrik. Es hätte viel schlimmer kommen können. Er hat mich ja nicht umgebracht, aber an die Walze konnte ich nicht mehr. Hab dann bloß noch Transport gemacht. Die schweren Wagen mit Couch und Gutrucks, alles per Hand, sage dir. 2 bis 3 Tonnen in jeder Schicht, da brauchst du hinterher bloß noch dein Bier. Jahres musst du dir mal vorstellen. Mein Gott, wie hab ich die Bude gehasst, diese Gummifabrik. 30 Jahre spät, früh nach, das ist mein halbes Leben. Jetzt haben sie die Bude dicht gemacht, meine Gummifabrik. Na klar, ist alles Schrott und Müll, Maschinen aus den 20er Jahren. Kennst du einen, der sowas noch will? Wird alles auf die Deponie gefahren. Wir reißen alles ab auf ABM. 4 Wochen haben wir noch zu tun. Dann ist nichts mehr zu sehen von meiner Gummifabrik. Dann steht hier bald ein Supermarkt und ich am Tresen in der Metropa. Was soll ich denn machen den ganzen Tag als arbeitsloser Opa? Schade.